Wenn ich hier das so sehe, könnte ich dann wirklich noch ein bisschen Mehl gebrauchen. So. Packe ich auch erstmal hier in die Truhe rein. Ach ja, stimmt, ich brauche ja drei Stück. Okay, also 1, 2, 3, 4 insgesamt. So, okay. Ich hoffe mal, dass es dann halt auch ausreicht mit meiner Rechnung. Dass es dann über den Winter reicht. Aber gut, ich könnte ja zur Not noch mal ein bisschen was anbauen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Joa. Dann gucke ich mal, was jetzt morgen früh so feenmäßig hier abgeht. Und dann, ja, kümmere ich mich mal hier ein bisschen um die Nebenquest. Da gab es ja jetzt auch noch ein paar. Ich glaube, in Lethe waren jetzt noch was. In Nemea, da sollten wir ja nochmal zu Asir hin. Der hat ja da irgendein Problem gehabt. Und ja, in Shotola gibt es ja auch noch Quests, die wir machen können. Von daher sollte uns jetzt erstmal nicht langweilig werden. Ja, und dann gucken wir halt einfach, wie lange ich für diese ganzen Quests brauche. Oder wie viel danach noch wieder neu kommen. Und ja, wenn dann halt Sommer noch ist und erstmal keine Nebenquests mehr da sind, naja, dann kann ich ja noch mit der nächsten Chronomalie dann anfangen. Würde ich jetzt mal sagen. Das hört sich irgendwie nach einem guten Plan an. Ist halt immer so dieses Ding, dieses Zwischenmaß zu finden zwischen, ja, man will ja auch ein bisschen was. Man will ja auch ein bisschen vorankommen und ein bisschen was zeigen hier und so, ne? Ich weiß ja nicht, was nach den Chronomalien so kommt. Was kann man dann noch so entdecken? Ich denke mal nicht, dass man jetzt hier Chronomalien jetzt fertig macht und danach ist das Spiel vorbei. Ich würde eigentlich schon eher fast sagen, dass es danach erst nochmal so richtig losgeht. Schätze ich. Ich meine, ich kann mich jetzt irren. Ja. Dann gibt es aber hier trotzdem noch so viele Sachen zu entdecken. Nehme ich mal an. Also uns fehlen ja auf jeden Fall noch so ein paar Kampfklassen. Uns fehlen noch Fische, noch Saatgut fehlt uns noch und so weiter und so weiter. Also ja, definitiv so ein paar Sachen haben wir noch hier zu entdecken. Die ich natürlich auch entdecken werde. Da freue ich mich ja natürlich noch drauf, dass hier Harvest Town noch lange nicht vorbei ist. Gut, was haben wir jetzt hier noch? Immer süßes Fisch. Ja, nochmal so ein bisschen angeln, um nochmal von dem Bosskampf runterzukommen. Ist eigentlich an jede, also nach. Ist also zwischen jeder Jahreszeit so ein Tag, wo man eigentlich nicht viel machen kann? Ich glaube schon, ne? Ich meine ja, dass es so war. Ja, dann hat man halt immer so einen Tag, wo man so angeln kann und dann halt so die Jahreszeit Revue passieren lassen kann. Das ist eigentlich an sich gar nicht so verkehrt. Wenn man das dann so macht. Gut, aber das war jetzt auch der letzte Fisch hier. Oh, nochmal eine Azursprotte. Okay, super. So, dann wandert das hier alles in die Truhe. Beziehungsweise die hier. Und das andere wird verkauft. So. Cool. Sehr schön.
Gut. Ja, und die habe ich mich gekümmert heute. Dann würde ich sagen, ja, hier nochmal kurz reingucken. Aha, sehen wir morgen Mais. So, oh, und 90, oh Gott, 90 Tomaten schon. 150. Ach, guck mal, ich bin sogar schon bei 105. Boah, das ist natürlich heftig. So, schieße 6 Quests in dem Meer ab. Okay. Repariert 20 Leitern. Stärke deine Waffe 5-mal. Ja. Baue 500 mal ab. Erneuere die Farm auf Level 4. Ja, wenn unsere, wenn der Knoblauch ready ist, dann steht das an. Gut, dann ab ins Bettchen. Jetzt können wir, bekommen wir ja noch mal ein bisschen Geld. Oh, kein Level up? Okay, geben die Bosse keine EP, alles klar. Ja, nochmal 3600. Sommerbrise, Tag 12. Draußen sind aufgeregte Stimmen zu hören. Okay, ich glaube, wir haben eine neue Fee. Und der Ria regt sich auf, dass wir schon wieder ein neues Insekt haben. Okay, mal gucken, was passiert jetzt? Ja, und ist die Kolonie des Sommers sicher? Mehr oder weniger gesegnet seien die Sirenen. Boah, da ist ja reiche Ernte hinten zu sehen. Ist das doch eine Freundin von dir? Du hast drüben bei der Kolonie des Sommers die Lage gerettet, oder? Was soll dieser Krach so früh am Morgen? Oh, super. Es gibt noch mehr von euch. Muss dieser Ton wirklich sein? Wir sind die großen Feen. Du solltest dich freuen, uns zu sehen. Ja, ich bin ja so froh. Ich bin die Fee der Chronomalie des Sommers. Angenehm. Oh ja, freut mich, dich kennenzulernen. Also das Blaue, das leuchtet echt schon wirklich schön. Jedenfalls, Käfchen, ich überlasse dir den Rest. Es ist, als ob ihr völlig egal wären. Da ihr uns belogen habt, Aria ist einfach kein Morgenmensch. ja, nee, ihr habt uns belogen. Ihr seid böse. Puh, tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Also, was brauchst du? Du wirst natürlich auf der Farm helfen. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Okay. Stimmt's, Käffchen? Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ich möchte, dass du auf der Farm hilfst. Ich brauche keine Hilfe. Warum entscheidest du das nicht? Na, warum entscheidest du das nicht? Es wäre sehr viel einfacher, wenn du es mir sagen würdest. Also gut, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Rakurei. Seufzt, das wird anstrengend. Iris. Oh ja, Iris ist auch ein cooler Name. Eine neue Iris-Bestellung wurde hinzugefügt. Okay, dann mal gespannt, was sie jetzt so möchte. Oh ja, das sieht ja schon nach einer sehr, sehr guten Ernte aus. Okay, ich habe hier auch noch Schloss Lebespresser. Räumung der Bula. Die Sommerbula, die im Küstengewässer von Chateau Latrib wurde geräumt. Das ist alles der lang anhaltenden Untersuchung der Angelegenheit durch den Nachrichtendienst zu verdanken. Als königliche Lebensbrigade setzen wir uns weiterhin für die Sicherheit der Bürgerschaft ein. Meiden Sie während der Untersuchung bitte weiterhin die Chronomalie des Sommers. Die Chronomalie stellt keine unmittelbare Gefahr dar, solange kein enger Kontakt besteht. Okay. Es geht mir gut. Es ist viel schmerzlich und trauriges geschehen, aber es geht mir gut. Ich singe weiterhin in der Schenke von Chatola, wie zuvor. Ich hoffe, du kommst einmal vorbei, um mir zuzuhören. Ich habe das Gefühl, wir hatten einen schlechten Start, also schicke ich dir diesen Brief, um mich bei dir für die Hilfe mit Lorelei zu bedanken. Außerdem wollte ich dir berichten, was im Leben deines liebsten Erfinders so vor sich geht.
Ich halte eine Präsentation und würde mich sehr freuen, wenn du dabei wärst. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein. Also komm beim Atelier vorbei. Ich freue mich, dich zu sehen. Okay, von Heiner. Na gut. Damit haben wir schon wieder eine Quest. Ist ja super. So, jetzt bin ich gespannt. Feuer, Wind und Wasser. Ernte Glockenhopfen ein. Okay. Ernte Schatola, Paprika, 15 Schatola Paprika. Dessertzubereiter. Sprinkler. Ja, wir haben endlich den Sprinkler. Was ist denn der Dessertzubereiter? Was ist das denn bitte? Marmeladenkocher. Oh mein Gott, wie cool ist das? Eine Futtermaschine, ein Glockengehege. So, Bewässerungsfähigkeit laden Level 1. Okay. Und Marmeladenkocher. Oh mein. Uferbiom Levels. Moment, Uferbiom. Bewässer mit Schub. Halte mit einer ausgerüsteten Gießkanne Y gedrückt, um einen größeren Reihe. Okay, gut. Aber Moment. Uferbiom? Können wir da. Moment. Weil da stand ja Uferbiom Level 2 und Uferbiom ist auch das da oben. Nein. Uferbiom. Kann ich das jetzt schon so nutzen? Nein, kann ich nicht. Moment, kann ich es dann benutzen? Moment. Das möchte ich jetzt wissen, was dann passiert. 6 Stück, das kriege ich locker hin. So, ein Bollum-Gehege. Ziehe eine ein Glockel auf. Ziehe einen Wollom auf. Streiche dein Gollum. Gollum. Oh nein. Streiche dein Gluckel. Wie komme ich denn jetzt auf Gollum? Aber schon wegen Wollom. Ja, genau. Glockel, Wollom. Gollum. Ja, okay, ich hab's. Gut. Wow. Sammle ein Ei im Glockelgehege. So, Bewässerungsfähigkeit, Ausdauer Level 1 und Uferbiom Level 2. Und da kriege ich jetzt den Dessertzubereiter Level 2. Mit neuen Geschenken. So, Milch. Repariere 5 Bereiche mit einem Reparaturset. So, 10 Bereiche. Angel. F oh, okay. Angel 20 Mal. Angel 50 Mal. Schalte 10 Mal einen Auftragstafel frei. Was ist eine Auftragstafel? Ich habe keine Ahnung. Besiege eine Art von Furcht. So, okay. Das habe ich dann auch bald. Ernte Glockenhopfen. Schieße 3 Quests in Schatola ab. Okay, aber es gibt leider. Doch da 100. Okay, 11 Stück noch. Dann haben wir. Da habe ich den 100er Erfolg hier. Was ist Auftragstafel? Ach, das hier? Ist da, das hier damit gemeint? Auf einmal, ich brauche noch ein Geschenk. Ja, genau, ein Geschenk und dann ziehe 5 Glockel auf. Ah, guck mal. Ah, Moment. Wo ist das denn? Da, Marmeladenkocher. Boah, wie cool ist das? 3 Stück? Ja, definitiv 3 Stück. Und dann hier schön Erdbeermarmelade und so. Das wird ein lecker Frühstück geben. Du hast 3 Marmeladenkocher hergestellt. Platziere diese Maschine auf deiner Farm und gib Obst oder Gemüse hinein, um Marmelade herzustellen. Oh, cool. So, und was ist das hier bitte? Mach ich auch mal 2 Stück. Du hast 2-mal Dessertzubereiter hergestellt. Platziere diese Maschine auf deiner Farm, um Honigblumen, Nektarrohr und Lokosnüsse zu verarbeiten. Okay. Also bis jetzt kann ich ja nur Lokosnüsse machen. Da habe ich ja nur eine von. So, und Sprinkler kann ich auch nur 2 Stück machen, weil dann fehlen mir diese Loreleitränen. Ich mache mal nur einen. Dann mal gucken, in was für ein Wirkungsradius der ist. Der ganze Stolz der großen Wasserfee bewässert einen Block mit einer in allen Richtungen, wenn er auf der Farm platziert ist. Aber ein Block, das ist aber nicht gerade viel.
ein Block in alle Richtungen. Ja, okay, nee, das ist nicht... Ja, okay, nee, das hätte ich mir jetzt sparen können, weil das ist nicht viel. Da muss ich dann, glaube ich, mal abwarten, bis ich ein besseres Level erreiche. Den packe ich da erstmal rein und... Ja, gut, das packe ich auch erstmal da rein. Weil, ja, dafür haben wir noch nicht so wirklich die Zutaten. Okay, So, Moment. So. So. Hier ernte ich jetzt mal schnell den Mais. Na? Gut. Okay. Okay, gut, ich komme auch noch nach hier hinten ran. Okay, Moment, ich habe 3 Stück. Also würde ich... Ah, ich habe aber nur 2 Erdbeeren. Was kann ich denn da reinmachen? Kann ich da Tomaten reinmachen? Stimmt ja, Obst oder Gemüse? Salat aber bestimmt nicht, oder? Oh doch, aber 3 Stück. Okay. Warte mal. Ich habe jetzt 2 Tomaten drin. Und dann... So. Dann mache ich mal hier die Tomaten rein und guck mal, was draus wird. Mehl auch. Ja, alle bitte. Danke. Gut, dann gehe ich jetzt mal den Knopf. Ach, stimmt ja. Ah, so geht das. Oh, cool. Das ist jetzt natürlich eine richtig tolle Arbeit. Gut. Ja gut, aber ich sollte dann auch noch mal so ein paar Karotten sparen. Weil ich habe jetzt auch eher... Ne, ich habe keine, glaube ich, mehr in der Truhe. So. Ich bin mal gespannt, wie oft ich hier die Paprika noch ernten kann. Weil eigentlich müssten die ja dann auch mal so bald weg sein. So, zack. Und Paprika nochmal. Cool. Okay. So. Boah, das ist das. Oh, das macht es natürlich jetzt viel, viel einfacher. Da braucht man ja auch eigentlich schon gar keinen Sprinkler mehr, wenn man das hier hat. Ist aber gut, klar, wenn man einen Sprinkler hat, muss man sich gar nicht mehr drum kümmern, ja, aber das nimmt ja eigentlich schon so schön die Arbeit ab. Ja, das ist gut so. So, wieder Gockelfutter halten. Jetzt kann ich ja noch mal das da reinmachen. So, die Karotten kommen erstmal hier rein. So, die Paprika kommen auch wieder hier rein, weil ja, da haben wir jetzt wieder alle verkauft. Das heißt, da müssen wir unser Lager erstmal wieder richtig auffüllen. Gut. Alter, da bin ich auf die Marmelade, bin ich ja mal wirklich gespannt, ne? So. Tiere verpflegen.
Oh, Premium-Feder. Okay. Okay, er hat auch noch genug Essen. Ja, randvoll, das Lager hier. Was ist denn bitte eine Premium-Feder? Bringt mir ein Liefern Geld ein. Okay, na da bin ich jetzt mal gespannt. So, 3600 haben wir wieder. Liebsten Karotten. Ja. Das hier. Moment, ich kann jetzt wieder einen Käse herstellen, ne? Ja, kann ich. So. Ich könnte mir noch ein neues Wollum jetzt kaufen gehen. Käsepresse. Gut. Ja, das mache ich mal schnell. Ich gehe mir ein neues Wollum kaufen. Das ist, glaube ich. Ja. Eine gute Idee. Und vielleicht noch ein neues Hühnchen. Ja, warum nicht? Oder? Ja. Gut. Dann mal da hinten ab zum Tierhändler. Aber hier hatte ich doch auch noch Quest, ne? Da ist eine. Okay, ich habe hier auf jeden Fall eine Quest, die ich machen kann. So, dann ein neues Wollon bitte. Ach, eine Glocke kann ich gar. Ach, muss ich dafür dann. Muss ich dafür dann das Gehege erweitern? Ach komm, dann nehme ich mal das hier. Mal gucken, was das macht. Habe ich das jetzt hier im Inventar drin? Nein, habe ich nicht. Ist das hier irgendwo? Da. Futter das die Todokaku Stecker. Verbessert ihre Bewegungstempo und schaltet neue Aktionen frei. Okay. Na gut, ich habe jetzt auf jeden Fall ein neues Wollon. Die Feder hier sollte ich noch in die Dings machen. Also ein paar Klassen fehlen hier auch noch, ja. Dann könnte man sich eigentlich noch mal ganz schnell ranmachen und die fehlenden Fische fangen für den Erfolg. Oh. Marmeladenkocher. Ah, die Zerzubereiter Level 2, okay. Zerzubereiter und Sprinkler. Uferbiom Level 3. Was ist denn das mit dem Uferbiom? Oh, nur noch eine Paprika. So, wo war das hier mit dem Angeln? Da. Ja, das schafft man. Aber jetzt mache ich ein Chateau, da sind die Fische cooler, finde ich. Gut, das kommt da rein. Oh, Moment, ich kann jetzt hier noch was Neues kochen, ne? Da. Ja, mach ich mal so. Okay. Nochmal gucken, was es wird. Oder, ja gut, steht ja da, aber wie es aussieht. Ui. Wildes Berggemüse wird kurz zu Tempura frittiert und mit Udon und Soße serviert, das ganze Jahr über beliebt, da es mit Gemüse aus jeder Saison zubereitet werden kann. Aha. Okay, und dann haben wir hier noch die Käse-Tomaten-Kapresse. Jo, gucken wir mal, was das ist. Eine klassische Vorspeise in Nemea mit regionalen Produkten, Nemea-Tomaten und Käse und garantiert mit Kühlblatt. Ein beliebtes Gericht, das man leicht selbst zubereiten kann. Okay.
Was haben wir denn hier? Plus Ausdauer plus 70, Fähigkeit. Was heißt dieses AKZ? Dann steht da jetzt noch KT und Schill und Schill. Keine Ahnung. Irgendwas wird das schon zu bedeuten haben. Na gut. Auch die Feder hier bin ich ja auch mal gespannt, wie viel die einbringen wird. So, und was kannst du jetzt Neues? Das. Mal gucken. Wird mir das jetzt hier angezeigt? Mal Transport. Achso, nee. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass das irgendwas Neues kann. Ah, und das neue Woller muss ich dann noch streichen. Das darf ich nicht vergessen. So, welchen Spot nehme ich denn? Oh, da ist auch eine Quest dann. Ah, ich glaube, das hier ist so. Ich gucke so schön auf den Ozean hinaus. Okay. Dann fangen wir mal schnell die Elffische. Dann können wir eine neue Quest dort abgeben. Oder wird es dann mit dem Uferbiom erst morgen aktiviert? Das ist gut, die brauchen wir ja auch für einen Kochrezept, die Muschel. Ja, wird es mit dem Uferbiom erst morgen aktiviert? Weil da bin ich ja auch mal richtig gespannt, was das ist. Und vor allem, ob ich das ganz normal an, ob ich da ganz normales Zeug anbauen kann oder speziell. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, ob da morgen irgendwas passieren wird. Also, wie viel waren es jetzt? Ein oder zwei? Ich glaube, zwei bis jetzt, ne? Das ist jetzt hier, glaube ich, der dritte, ne? Oh, neuer Rekord. Ja, der dritte, okay. Na dann, sollten wir heute noch schaffen. Ah, dieser Sonnenuntergang da hinten. Wunderschön. Und da ist die Sonne gleich weg. Aber das haben die schon echt schön gemacht. Vor allem, wie dann so nach und nach die Sterne da rauskommen. Wirklich schön. Oh, ja, der Octopus Traveler. Oh Gott, das war echt. Oh, nee, das ist echt lustig, wirklich. So, was haben wir da? Ja, komm, beiß an. Okay, Moment, wie viel haben wir? 5, 6 Stück. Okay, Hälfte haben wir. Na, je nachdem, wie lange die brauchen zum Anbeißen, könnte es vielleicht auch nochmal knapp werden. So, 7. Okay, noch eine Muschel. Okay, da weißt du was. 8. Ja, doch, das sollte was werden. Kurz vor 8 Uhr haben wir jetzt. Und dabei ist schon das, glaube ich, das nächste an. Oder. Nee, noch nicht. Na komm, beiß an. Okay, jetzt. So, noch. Nee, wir 10 haben wir jetzt, oder?
Nein, 9. Okay. War das erste doch richtig? So, jetzt haben wir 10. Okay, noch einer. Und dann haben wir eine neue Aufgabe erfüllt. Na komm. Sehr schön. Ein Goldeilachs. Gut. 5 und Nummer 5. Ja, genau. Gut. Sehr schön. Dann mal ab zurück zur Farm und dann mal gucken, was wir so Schönes bekommen werden dafür. Eine neue Puppe hatte ich ja nicht gefunden, von daher haben wir auch nichts zum Abgeben dort. So, 100 Fischer. So, wie viel müssen wir. Gibt es jetzt noch eine andere Angel-Dings oder? Ah, okay, angelt 200 Mal. Ah, okay, das dauert ein bisschen. Streiche dein Gluckel und vertiefe eure Bindung 50 Mal. Uiui, naja, dauert jetzt auch nicht mehr so lange bei 3 Stück jeden Tag. Ja. Inselmelone. Ja, Zitrone wird halt leider nichts mehr. Die kriegen wir dann, glaube ich, erst nächstes Jahr dann zum Ernten. So, zuletzt mit Kochen, Kochen. Achso, okay, jetzt alles zum Kochen. Na gut, dann landet hier alles in der Kiste. Zack und zack. Gut. Wollom, Knüllen, das Neue. Da ist es. Hallo. So, natürlich kriegst du jetzt auch noch den Namen. Okay. Nah dran, aber fast. So, das erste heißt Dot und das zweite ist natürlich Dolly. So, wie gesagt, wie ich schon mal sagte, WoW-Spieler wissen, warum die beiden den Namen haben und für alle anderen ist es ein mysteriöses Geheimnis. So. Okay, hier ist ja auch noch nichts, oder? Nee, hier ist nichts. Ich bin gespannt, ob hier über Nacht irgendwas passiert. Zurück nach Hause. Noch irgendwas vorbereiten für morgen oder so? Eigentlich nicht. Kann ich. Oh, warte. Ah, guck mal. Ah, nee, da fehlt der. Ah, nee, Gott, das habe ich ja schon gekocht. Ich bin mal gespannt, was hier noch so über für Kochzutaten fehlen. Gut. Ja, da fehlt dann auch noch so eine ganz bestimmte Zutat. Ja, hier auch. Ich sag, ich habe halt auch nur eine Kokosnuss. Also ich würde es ja halt mal gerne ausprobieren, was dabei rauskommt, aber. Ah ne, vor allem ist ja auch schon Saft. Gut, dann habe ich gar keine. Nee, und aus dem Rest kann ich ja sowas nicht herstellen. Na gut, schade. Naja, aber irgendwann noch. Irgendwann wird man das sehen. Gut, dann ab mal ins Bettchen. So.
250. Okay, das ist ordentlich.